Ja, Leute, willkommen im Gameplay. Ich habe jetzt, wie gesagt, mal das Tutorial ein bisschen geskippt. Ich will euch auch nicht so viel von der Story vorwegnehmen, weil ich will euch einfach mal ein bisschen Gameplay zeigen. Aber ich glaube, Felsi macht das auf seinem Kanal. Deswegen verlinke ich euch mal sein Video unten in der Beschreibung, wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Game startet. Ist ein bisschen viel am Anfang, aber wir sind jetzt hier zu zweit und werden jetzt mal die Quest verfolgen und euch zeigen, was alles so möglich ist in dem Game. Hey. Sind fresh gestartet. Hello, hello. Ja. So. Einen süßen Rucksack von Mattel. Ich würde mal sagen, wir gehen so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, komm mal, wenn du auf die Karte gehst, links ist irgendwie so Deadsville oder so komisch Wassertropfen-Symbol. Boah, ist die mega. Ja, geh mal ganz raus und scroll mal, geh mal hoch. Oh Ultra. Mein Gott. Oh mega. Oh mein Gott. Okay, ja. So ein bisschen raus vom Schuss, würde ich sagen. Dann bauen wir da unsere Base. Ich habe schon ein paar Sachen geholt. Warte mal, wir sind, glaube ich, in die Richtung hier so. Gather Logs. Wo finden wir die Logs? Kannst du einfach hier abbauen. Wir können auch quasi immer hier glatt so diese Fingerschnipsen machen. Damit hat man die Möglichkeit, zum Beispiel Leute, die schon da waren und gestorben sind, zu hören und zu sehen, wie die sich unterhalten. Wir haben hier quasi auf Tab ein vogelartiges Wesen, das uns auch Quests gibt, der V-Guide, so ein bisschen. Und Er war früher mal ein Mensch, ne, hat er gesagt, im Tutorial. Ja, genau. Und irgendwie es gibt hier irgendwie, es gab Menschen, die gibt's nicht mehr, und wir sind auch irgendwie nur so halb Mensch mit Fähigkeiten, deswegen gibt's hier auch diese riesigen, gruseligen Monster. Aber ich bin gespannt über Tipps und Tricks, auch zu allem von euch in den Kommentaren, weil ich glaube, Pelzi und ich hatten ein bisschen Struggles, dem Ganzen zu folgen am Anfang, was die sind, genau. Und also erklärt uns das sehr gern, dann pinne ich den Kommentar an und pack ihn in die nächste Folge rein. Richtig, oder wenn ihr jetzt auch Tipps habt, live, gerne ruhig was dazu erzählen. Genau. Ein Crafting und sowas. Das müssen wir sammeln. Ja, du kannst auch die Bäumchen, glaube ich, schon. Muss bloß richtig zielen und dann F gedrückt halten. Ein paar Zypressen abernten hier. Carmen Colli sagt, dass du eine wunderschöne Stimme hast. Oh, das ist aber schön. Ein bisschen horny, weil wir gerade so ein Stalker-Game gespielt haben. Naja. Ja, wir müssten die Podcast-Stimmchen machen, ja. Wir können ja Squad-Stream anmachen, dann können die dich auch... Oh, ich bin noch kein Partner, ich darf das noch nicht. Dann können die auch so zu dir rüber, posten mal den Link rein. Oder aber das. Nicht flirten! Weiß ich zusammen, Kadetten. Es ist noch nicht Frühling, es ist noch nicht Paarungszeit offiziell. Hier, bei denen ist Paarungszeit, guck dir die. Hier, schließ mal an. Wo? Oh, du bist, du bist noch da unten. Huch. Ja, stay hydrated, ich brauch Wasser. Es gibt auch so viele Items und es gibt Cosmetics etc. Ich glaube, das ist ein chinesisches Game, ne? Eine chinesische Firma. Die haben irgendwie... Koreanisch? Oder koreanisch, das kann auch gut sein, ja. Sorry. Auf jeden Fall haben die promised, dass sie nichts mit Pay-to-Win und sowas machen. Ja. Mal reinschauen. Da hinten ist was, eine Mail. Soll es nicht auch so sein, dass nachts oder so diese Monster kommen? Ich glaube. Echt? Ja, ja, und ich glaube, die Server sind ja irgendwie auch am Tag oder so gelistet. Also wenn man zum Beispiel einen Server startet, sind manche Server schon auf Tag 16. Unserer müsste auf Tag 1 oder Tag 2 sein. Und was dann nachts passiert, I don't know. Hier läuft dann nachher Spieler. Das sind wie... Ach, süß. Ah, die tun einen nix, oder? Ich glaube, hier gibt's noch kein PvP. Okay, geil. Nö. Ja, wir können mal zu dem Briefsymbol laufen. Ich weiß nicht, was es macht. Ja, genau. Und wir brauchen aber noch barehanded gather logs. Ja, Logs kannst du hier vom Baum, glaube ich, holen. Ah, okay. Komm, ich habe schon ein paar. Ja, du kannst hier einfach F drücken, im Stein dagegen schlagen. Geil. Ja, damit. Neandertaler Knu. Uga. Uga, Uga. Wirklich. Uga. Eine suitable location in Prestige to the setup camp. Ah, geil. Jetzt machen wir uns ein Camp. Nice. Okay, ich schlaf oben. Oh, geil. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns halt direkt hier reinbauen. Weil hier sind, wie gesagt, so viele Leute. Ach, die sind hier alles Gamer, oder wie? Ja, teilweise, wenn du diese komischen kleinen... Das hier siehst du ja oben rechts, sind überall so kleine Häuschen schon von Leuten gebaut. Oh, süß, ja. Oh, süß. Ist ja voll cool, dass man hier so als Spieler zusammen uns die Neighborhood hat. Aber kannst du irgendwie rennen? Wie rennst du? Mit Shift. Aber, gedrückt halten. Kann ich irgendwie nicht. Vielleicht nicht activated? Ach, weil ich nicht hydrated bin, kann das sein? Oh Gott, ja. Ja, du musst immer hochhalten, dann kriegst du auch Boni. Dein Essen oder ja und so weiter hoch ist, dann kriegst du auch, glaube ich, mehr Damage-Bonus oder sowas. Ja, ich bin nämlich durstig. Durstig? Durstig. Die sind schon alle voll weit, die Schweine. View Mail. Okay. So. Dear Meta-Human, wir sind ein Meta-Human. We've got something special just for you. Daily provisions that can supercharge your explorations.
Don't forget you came, them after your daily login. Dear Meta Human. Okay. Ja. Das Gleiche drin. Ja, irgendwie so Daily Rewards. Ja, ich bin nicht Bilder. Denk irgendwie so Daily Rewards. Mhm. Ich, mach mal ganz kurz die Alerts aus, Leute. Nicht wundern, dass es die ganze Zeit jetzt reingeht. Oh. Kleine Schleimi-Knulis. Was denken die dich gerade? Ein bisschen, aber positiv. Was machen die denn? Ich muss jetzt auch gerade meinen Alert-Sound ausmachen. Ich kann Knuis hier rüberkommen. Pakete. So, aber ich glaube, hier ist irgendwie die Hauptbase oder sowas, schätze ich jetzt mal. Man muss auch irgendwie Motorräder kriegen, ne? Die Leute fahren ja die ganze Zeit rum. Hast du Bock, mit mir hinten drauf mitzufahren? You and me? Ja. Ja. Aber immer doch. Aber was willst du hier machen? Ein Motorrad, aber im Spiel ist okay. Oder wir bilden halt erstmal unser Camp. Erstmal Camp und was. Ja, komm, dann lass uns mal noch weiter rausgehen. Komm. Und dann ein bisschen der Quest folgen, weil ich glaube, dann sehen wir auch die geilen Sachen. Aber ich kann echt nicht rennen, ne? Ich bin, glaube ich, zu. Ja, komm, ich habe noch Trinken, wenn du magst. Können wir irgendwie traden? Ja, gerne. Oder habe ich auch irgendwo Wasser vielleicht in meinem Inventar? Ich weiß gar nicht, warte mal. Ich hab nur Foodie. Vielleicht kann ich was droppen. Warte mal, ich gehe mal kurz raus. Was ist die Nummer 6? Dieses Boiled Water musst du trinken. Hast du, wenn du mal I drückst, aufs Inventar? Hier, Boiled Water, ja. Ja, genau. Ah, okay. Dann trinke ich das jetzt mal auf der 5. Mhm. Und Canet Lunch Meat und sowas. Oh ja, super. Und Essen. Unten, auch. Ja, unten rechts siehst du das. Naja, hat nicht viel, es war nur was zu heilen. Aber wahrscheinlich die Nummer 4 war das Meat, ne? Mhm. Ja. Oh, ja. Du hast auch irgendwie eine Taschenlampe eigentlich bekommen im Tutorial. Die kannst du auf den ersten Slot ziehen. Ich glaube, dann hast du die dauerhaft auf 4. Ja. Nee, ich habe keine Taschenlampe. Nicht so eine grüne? Guck mal, so ein grünes Item oder so in deinem Inventar. Flashlight ist hier bei mir. Nee. Die ist im ersten Tab mit dem Schraubenschlüssel, wenn du I drückst oben links. Nee, leider nicht. Nur Mollo. Komisch. Mollo. Ja, den habe ich auch. Mollo. Okay. Alrighty. Hm. Dann lass mal Camp bauen. Mal, wo wir bauen. Willst du ans Wasser? Willst du an den Strand? Ja. 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 Guck mal, da hinten ist irgendwie so ein Monolith, ey. Davon haben die auch gesprochen. Der strahlt da irgendwas raus. Jetzt kann ich ja wieder rennen. Oh, nice. Genau, an die Feiertage, das sind manche Liebe bedürftig, ja, wirklich. Ja, die können alle rüberkommen zum Kuscheln. Don't say that, das machen die. Ob das Game auch für die PS5 rauskommt, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist PC only. Es ist ja immer noch closed, ne? Man kommt ja echt schwer an Keys. Ja, ich glaube, angesetzt, glaube ich, Quartal 3 oder Quartal 4, ja. Die schicken, glaube ich, jeden Freitag an 3000 Leute irgendwie Keys und sowas raus. Genau, ich habe halt die Creator-Schiene gemacht. Wir sehen irgendwelche auch Bauten von Leuten. Ich will meinen Knus zeigen. Kann man vielleicht auf den Berg, sollen wir auf den Berg? Oh, was? Ich glaube, das intelligent ist, da umzubauen. Der Berg ist gut, High Ground. Oh ja, das sieht nice aus. Da können wir Monster sehen von Weitem. Mhm. Gucken, wie wir hochkrabbeln können. The Skyrim Horse. Ich hab Hunger, du auch. Mhm. Kannst du mal knabbern. Ey, was hast du gerade gemacht? Felsi. Also. Das war Felsi. Das ist der böse Einfluss. Das ist auch der böse Einfluss. Oh Gott. Okay, ich hab was zu braten. Komme ich hier hoch, verdammt? Rechts halten. Da bin ich hochgekommen. Ja. Jetzt links das den Bogen da hoch. Die Pfälsche. Hey, oben. Oh, sind auch ein paar Bases. Ich glaube, hier können wir gut bauen, ja. Oh, ist so grün hier. Hä, wie bist du hier hochgekommen? Warte mal, ich komme zu dir. Help! Help! Take my hand! Boah, es wäre cool, wenn das gehen würde. Warte mal. Guck mal. Hier drüben. Ah, du kannst auch, wie gesagt, wenn du springst und so, kannst du auch hochkrabbeln, glaube ich. Hier, guck mal, an dieser Kante bin ich da hoch. Ah, genau. Okay. Du Cheater. Crabbler. Nice. Ja, das ist schön. Guck mal, das ist schön. Hier, offene Wiese, nur für uns. Wow. Sollen wir mal gucken? Oh, the structure cannot be built near stronghold. What? Okay. Oh, das da vorne hat's Ding. Kannst du das mir bitte nehmen? Oh. Oh, dein Schmetterling. You have stopped access to event. Was kann ich denn da machen? Da hat's Orangen. Hm. Ja, das sind irgendwie diese kleinen Blumen, das sind irgendwie Infos oder so von Spielern. Ich will ganz blick ich auch nicht durch. Orangen. Wahrscheinlich hackst du aber den ganzen Baum tot, ne? Ist egal, Hauptsache egal. Wir nehmen den ganzen Baum mit. So, kann man jetzt irgendwie hier bauen? So, oh, hier ging's. Orangen, aber eigentlich nicht.
Ja. Oh. Oh, nice. Oh, schön neben den Orangenbäumis. Oh. Ich meins. Guck mal, da sind. Ah, ne, sind da zwei, ne? Doch, ich muss ja meins auch bauen. Guck mal, kommst du hier neben dran irgendwo? Warte. So. Leuchtet das? Oh, na. Oh. Look at that. Look at that. Wie schön. That's nice. This is nice. Okay, so, jetzt haben wir. Können wir quasi gather supplies schlafen? Können wir hier speichern? Ich glaube, das speichert automatisch. Okay. Guck mal, jetzt haben wir, glaube ich, oben The Eve of Evolution. Craft a pickaxe in your campsite. Craft a melee weapon in your campsite. Armor und so weiter. Kann ich das hier machen? Deine Workbench oder so? Oh ja. So, was brauchen wir? Die Scrap pickaxe. Craft. Oh, yes. Was brauchen wir noch? Roast Meat machen wir auch mal. Mhm. Oh. Okay, Daggers. Hm. Ich craft mal alles. Ach, das braucht sogar Zeit. Das geht gar nicht instant, sehe ich gerade. Ah. Ja, craft a pickaxe. Ja, okay, das dauert noch. Okay. Craft a pickaxe. Optional craft a meal weapon. Okay, das ist ja noch optional. Da warten wir kurz, bis es fertig ist. Hast du auch deine Schusswaffe schon dabei? Mm, ich habe 2 Pistolen, ja. Warum hast du schon wieder 2? Ja, gut, Loot. Big Streamer Loot. Übrigens, wir sind sehr offen für Tipps und Tricks, falls ihr welche habt. Wir sind sehr allgemein offen. Ja. Okay. So, jetzt müssen wir halt, aber mit der Pickaxe müssen wir irgendwas machen? Nee, Craft a Melee Weapon. Ist deine schon fertig? Ich glaube ja. Muss ich die rausnehmen? Meine? Nee, meine braucht noch. Complete, jetzt. Ah doch, haben wir es unten auch draufdrücken, unten links. So. Und jetzt ist sie fertig und wie kriege ich sie jetzt? Du musst unten links in das Crafting-Menü draufdrücken. Okay. Oh Gott. Was denn? Oh Gott, drück mal O. Was denn? Da musst du jetzt. Oh Gott, was ist da alles machen? Oh je. Das ist der Skill Tree. Facilities. Hier, das wollte ich haben, dieses Construction Confirm. Territory Terminals. Das habe ich nämlich vorhin gesehen, das haben die da unten auch gebaut. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, immer zu wissen, wo unser Zuhause ist. Hier. Mhm. Also dieses Territory Construction? Ja. Nee. Ja. Doch. For the relocation of your whole territory können wir unser Territorium immer wieder finden, glaube ich, auf der Karte. Was ist das? In welchem Tab ist das jetzt? Bei Facilities? Nee. Ich das jetzt einfach craften kann. Da gibt es mehreres Zeug. So Medizinstations. Ich mache jetzt mal ja diesen ersten Kern hier. Da nutzt doch irgendwas eine DNA. Was ist das? Meme Point, lol. Meme Points. Ich überlege gerade. Jetzt wollte ich gucken. Genau, meine Axt ist hier. Und was soll ich mit der Axt machen? B. Ah, jetzt, komm, jetzt kann ich das hier mal hier machen, unser Territorium. Mhm. Ich mache das jetzt mal hier im Fletch. Fletch. You have entered Gnus Territory. Stand bei mir. Ich hab das markiert. Er schloss Bein gehoben. Ach, das Ding, ja genau. Hab ich das jetzt gemacht? Ah, mit B. Okay, oh, jetzt kann ich nicht mehr. Es ist meins. Ja, das ist mein. Du musst Miete zahlen. Kann ich das irgendwie machen? Too close to another territory. Okay, ich mach mal das Territorium von uns. Hier oben auf dem Berg? Nee. So. Structs, Derricate, Details, Vault. Oh no. Ah, da kann ich dann alles reinpacken. Armor. Oder kann Placeholder Text. Was kann ich da? Kann ich das da bekommen? Details. Territory Removal. Ach, das wird in einer halben Stunde wieder entnommen. Warum? Terror unoccupied, please build any structure. Da muss man noch irgendwas hinbauen, sonst wird's abgebaut. Mhm. Erstmal, ist jetzt auch bläulich bei dir, mein Häuschen? Bläulich? Nee. Das hier? Achso, ja, ich sehe halt jetzt dein Fleckchen, dass du da so eine. Ja, irgendwie ist mein. Also, mein Home ist jetzt gerade hier nebendran. Da ging's noch. Achso. Ich glaube, wir müssen jetzt dann neu bauen oder so. Wir bauen uns eine Brücke. Und dann können wir uns abends immer besuchen, können ja noch ein paar Orangen pflücken. Orangis! Ah, my structure is decaying. Ah, die, ich glaube, die verschwindet gleich da drüben. Genau. Build a foundation or wall to. Ah, okay. And chase your territory. Das heißt, wir müssen jetzt quasi auf B. Dann rechtsklick. Mhm. Aber Gott, gibt's da viel Zeug. Finde ich das? Move territory. Nee, 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 das will ich gar nicht moven. B. Also, ich habe B gedrückt jetzt und dann rechtsklick und dann kamst du in das Baumenü. Ah, da brauchen wir jetzt eine Wand, ne? Eine Wall. Okay. Ja, und Walls, Floors.
erlaubt er ja gar nicht hier, dass ich die Wand baue. Ich habe nur ein Ceiling, aber keinen Ground. Wood Wall. Ah, Wood Foundation. Ah, hier. Ah, ja, ja. Müssen die Foundation bauen, ne? Hm, ich sehe es gerade, ja. Und ach, da muss es da drauf, oder wie? Oh Gott, warum? Ja, ja. Oder irgendwie zusammenbauen, dann kann, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Holz. Ich habe viel Holz. Oh, da hat gerade jemand geredet mit mir. Hi there. Huch, da redet einer mit mir. Okay, und da muss ich das da reinsetzen, oder wie? Ich mach, glaube ich, mal den Voice-Chat hier aus im Game, nicht, dass da irgendwas ist. Echt, labert da gerade jemand mit mir? Ja, ja, mir war gerade jemand geredet. Voice-Chat. Skandalös. Und so. Das Game ist wie Fortnite Lego, nur ein realistischer. So, Team habe ich mal reingemacht, lieber. Complete the log in a territorial terminal 20. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Holz sammeln mal und ein bisschen Steinis, ja. Und dann... Da unten ist auch ein Hof. Oh, cool. Das sieht ja gemütlich aus da unten. Oh, da sind noch Zombies. Oh no, echt? Mhm. Aber ich gehe mal ein bisschen Bäume fällen. Hm. Oh, da sind mehrere, ja. Okay, dann lass mal gucken, dass ich mal das hier... Ich weiß gar nicht, ob ich das so machen muss, ich probier's mal. Mir geht's mit einem Ausrasten, oder was? Ich jetzt einfach nur eine Wand bauen muss. Interieur. Dorn Windows habe ich auch noch nicht. Facilities. Habe ich auch alles noch nicht. Das heißt, kann ich jetzt das hier nehmen? Need to repair. Und dann... Oder muss jetzt einfach nur eine Wand bauen? Nee. Er ist gerade eben wieder auf 100 gesprungen, warum auch immer. Was ist denn der Lock hier drin? Soll ich hier, Repair. Guck mal, vielleicht kann ich auch was mitbringen. Repair, hier, Structures. Was kann ich jetzt machen? Ach so, dank dem Ding kann ich das überhaupt bauen. Mhm. Ah. Ja, wegen diesem komischen Metalldings, ja. Aber hier steht der complete lock in 20 territorial terminal. Unlock Meme. Meme-Ticks? Ja, oben rechts hast du Meme-Points oder irgendwas. Der zeigt, glaub, nur in welchen Radius du bauen kannst. Ah, okay. Frohe Weihnachten. Hier steht... Frohe Weihnachten, ja. Structure Decaying. Also ich verstehe das noch nicht so ganz. Ja, ich glaube, ist dein Gebäude noch drin? Ja, in deinem Gebiet, ja, ne? Ja, ja. Hm. Aber ich verstehe nicht. Kann ich das irgendwie auch verschieben? Du meinst dieses Metallding? Mhm. Oh, maybe. Und dann musst du halt irgendwie neues Territorium suchen. Oder ist es, weil deins in der Nähe ist? Mhm. Ich glaube, meins wird rausgehauen aus deinem, weil ich jetzt nicht mehr drin bin. Hm. Es sind irgendwelche komischen Käfer hier unten. Oje. No need to repair, steht da. Muss nicht repariert werden. Oder ist das etwa meines? Ich komme gleich mal. Genau, das Game Your Boyfriend war für Patreon. Verfügbar, nicht auf Steam. Gott, ich werde schon beschossen. Himmelgott. Hier sind schon überall Häuser von anderen Leuten. Wer kein Feind, was sagen die? Oh shit, das sind echt Gegner. Ne? Ich glaube, wir müssen, naja, ich glaube, wir müssen uns gerade mal so ein kleines Mini-Haus bauen und dann gehen wir, glaube ich, mal los auf Suche. Aber müssen wir uns ein Mini-Haus bauen? Wo liest du das? Bei mir steht auf jeden Fall noch Build a Foundation or Walls to enhance your territory, 1 von 4. Deswegen, ich hole gerade Holz, um ein bisschen was zu machen. Und wahrscheinlich noch eine Decke und dann irgendwie noch so ein kleines Crafting-Table, ich denke mal so Standardzeug. Also du musst einfach ein Haus bauen, weil das sagt ich glaub schon, nämlich ne? Nicht. Was hast du denn da oben links stehen? Complete the lock in the territorial terminal. Das hast du auch, ne? Nee. Weil da steht 0 von 20 bei mir. Ich komm mal zurück. Wann hauen die denn immer Keys raus für das Game? Jeden Freitag angeblich. Ja, aber jetzt haben wir tatsächlich das über die Influencer-Schiene bekommen. Mhm. Weil die tun ja weltweit halt nur 20 rausballern und dann ist es ein bisschen ja. Schwierig. So, jetzt gucke ich nochmal. Eine Workbench. Kann man alles nicht bauen. Hast du vielleicht die Materials nicht? Also brauche ich Gravel. Ich muss Holz lagern. Ah, okay. Also tue ich einfach mal Holz abbauen. Okay, die Frage ist, wo ist der Stein? Ah, da unten ist Stein.
Sogar viel Stein. Steini, Steini. An der J können wir uns die aktuellen Quests ansehen. Aha. J genau, wie Quest. Morgen spielen wir dann weiter Once Human. Ja. Ja. Jetzt kann ich aber irgendwie nichts abbauen, komisch. Ich baue gerade ganz viel ab. Du hast ja, aber Steini. Territory. Hm. Aber mit okay. Z kannst du das Ding versetzen anscheinend. Dein Territorium. Okay, mache ich gleich mal. Komm, ich kann nichts. Ach, ich bin noch im Build-Mini, deswegen. Ach so, lull. Weil ich B gedrückt habe, konnte ich nichts abbauen. Ah ja. Ah, okay, da kann ich jetzt meine Home-Base verlegen. Das will ich aber gar nicht tun. Ich will mein. Will das hier. Nee, ich kann das. Ah, doch hier. Auf. Was war's? Auf Z? Mhm, kannst du das Territorium verschieben, ja. Aber da baut er ja das mit ab. Moment, so, hier jetzt. Nee, das ist jetzt quasi. Ach so, das ist jetzt an das Haus gebunden. Mhm. Achso. Weiß denn jemand, ob man auch traden kann untereinander, Chat? Ich jetzt genug ein paar Sachen rüberhandeln. So ein Trade-Menü. Bestimmt geht das. So, ich komme jetzt nochmal hoch. Ich habe schon wieder 100 Gravel. Mal nochmal Stein. Mhm. Mit der Axt, super. Super. Ganz primitiv. Gleich. Ja, ja, natürlich. Oh, ich komme jetzt mal hoch. For sure. So. Oh je. Gibt's ja viel zu bauen, hey. Ceiling walls. Bang, bang, into your room. Oh, schlag da voll daneben. So, und den Lock im Territory Terminal muss ich noch. Territory Terminal. Territory Terminal. Okay. Oh, ja, Boyfriend ist schon gespielt, aber das lade ich euch hoch. So. So. Und jetzt brauchen wir Kupfer hoch. So, wo tust du das rein? Warte mal, was habe ich denn überhaupt für eine Quest gerade? Ich muss mal gerade gucken. Complete a lock in the territory terminal. Genau, jetzt habe ich das gleiche. Das? So, müssen wir das da reinpacken oder wie? Es geht ja gar nicht. Depot. Ah, jetzt kommt er wieder. Ah ja, ich habe es gemacht. So, wie ging das jetzt? Redet er mit mir. Du musst es einfach reinziehen ins Depot von diesem Dings. Und dann redet er mit dir. Er sagt. Good job setting up our territory. It's nice to have a place of our own, even if it is a bit bare bones. Maybe basic, but it's a good starting point. The more we discover out there and the more power we gain, the more we'll be able to build. In time, we'll make it feel oh, like oh, that's I hope so. I assume there are still some towns. Ich rede gerade auch noch mit dem. After the devouring, the survivors eventually banded together and formed small settlements. If I remember explore the wilderness and look for the survivor settlements. Deadsville. Sounds inviting. Hier auf der Karte M. Luxury, da kann ich hier quasi den Wegpunkt setzen. Okay. Uiuiuiui. Okay. Was wird's denn? Okay, das heißt, wir mussten hier gar nichts bauen. Das kann ich nämlich jetzt mal abbauen. Anscheinend ein bisschen, ja, nur. Alright. Oh. Boah, backt das bei dir auch so rum? Ja. Oh, ich hatte eben schon mehr Orangenbäume, so, ja. Ist wie gesagt, Leute, auch noch eine Beta-Version, also noch lange nicht draußen. Wir müssen jetzt zu dieser Stadt hin. Kann es sein, dass es gerade schon dunkel wird? Mhm. Es ist jetzt das Südliche, ja, auf der Minimap ist markiert. Sollen wir gehen? Haben wir gespeichert? Ja, klar. Ich bin immer dein Speicherpunkt. No, der Speicherpunkt in meiner Brandung. Ich bin dein Speicherpunkt in der Brandung. Dein Lieblingsspeicherpunkt. Schreib den auf und schick den mir, der ist geil. Ich bin deine Speicherkarte in der Brandung. Das ist ja herrlich. So, jetzt können wir hier lang 200 Meter diese Richtung. Ja. Ich glaube, da können wir bestimmt wie viel Zeug craften. Hast du gesehen, was es da zu craften gibt? Ja. Da gibt's Fische nein. Zum ja, nein. Ich hab Durst. Hast du noch was zu trinken? Ja, ich hab noch. Kann ich irgendwas Water. Klauen bei dem? Der ich guck mal, kann ich das droppen? Discard. Ja,
Wieso wächst ja nicht immer Pflanzenzeug um uns rum? Ich mache jetzt mal eins, confirm. Oh ja. Hui. Oh. Trink. Hui. Dankeschön. So, aber hier ist ein Motorrad. Wo hast denn du das Boiled Water eigentlich her? Noch aus dem Tutorial. Ach so, was? Hä? Ich habe aber gelootet. Wir können ja mal Q drücken, dann scannst du ja die ganze Gegend immer ab, wenn Gegenstände in der Nähe sind. Ja, stimmt, so geil, ne, mit dem. So nice. Vielleicht finden wir jetzt dort was. Ich glaube, wir müssen einfach mal ein paar Viecher auch umbringen, umlegen. Mal schauen. Ich glaube, die droppen dann dementsprechend auch was. So, ich glaube, hier geht's rein. Entered Safe Zone. Ah, nee, das ist wieder dieses komische Gebiet hier von vorhin. Ja. Entered the Safe Zone. Okay. Das ist also keine böse Zone, das ist gut. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal Waffen. Katzin? Who are you? Where are you from? Hey, calm down. If I came here to attack you, you'd be dead already. Now put that thing away, alright? Fine. You don't look like a vulture anyway. But who are you? Just a lost traveler in the wilderness. Saw the light of your fire, thought I'd come take a look. Well, then you're not alone. Most folks here got trapped out in the wilderness and ended up seeking shelter. Same thing happened to me. Ah, come on in, friend. We got bunks by the campfire, and we pooled what food we have. Just put your gun away, and they'll be glad to share with you. Okay. Mhm. Komische Stimme hat sie gehabt. War das nicht ein R? Ja, ja, gell? Ich wollte nichts sagen. Ich weiß es nicht. Hey man, what are you doing? Oder? Ja, ja. Das müssen wir jetzt hier machen. Talk to people in Deathsville and see if there's any gigs or clues. Okay. Hast du mit den ganzen Randoms hier überall reden? Das ist überall markiert. Hier ist irgendwo so ein Tropfen. Was bedeutet das? Also, ach, das so, da kann man was einkaufen. Aha. Give me water, my friend. This video game. Shop. I used to play it. Oh, holy moly, was hat denn der für krasse Gegenstände? Bin ich ja noch ganz weit von entfernt. Boah, sogar ein Bett. Ich habe nicht mal die Kohle, die zunehmend mit kleinen Würfeln bezahlen. Ich gebe jetzt gerade mal die ganzen Dialoge mal durch. Ein bisschen. Shop. Ja, wir reden ganz schön viel. Wir reden gar nichts, dem nichts zu sagen. Du musst mal gucken bei den orangen Punkten. You mean ghosts? Wait. Ich glaube, sonst sind wir pausenlos, nämlich jetzt klar unterwegs. Ja, das sind oh Gott, überall Gespräche, ja. Wir reden ja auch ganz andere Sachen, als übersetzt wird, ne? War auch schon aufgefallen. Are you stuck because of some red out here? Deviants. Ach, hier sind auch Mini-Quests, okay. Ah, da kriegt. Okay, wow. Okay, ich skip die auch mal. Okay. Sind das also kleine Quests, die man hier annehmen kann? Ja, so Daily-Dinger anscheinend, ja. Du kriegst Bonus-Rewards und dann kriegst du Geld, um dir theoretisch hier Equipment zu kaufen. Kann ich mit dem auch interacten? Schau mal einen Rucksack an. Mit meinem Backpack. Finde ich unsere jetzige Kleidung viel cooler. Hier, Teleporting. Interact with a Teleporter Tower on the main map. Ja, den habe ich auch unten gesehen, im Süden irgendwo. Können wir die dann aktivieren und dann können wir uns teleporten. Hier, anscheinend, ja. Levitation. Da können wir auch gleich nochmal hin, aber ich glaube, da sind noch überall Gegner. Was ist okay. Das hier? Da gibt es über Notes, okay. Irgendwie kriegst du ja diesen Kasten auch in dein Gebäude rein, ne? Dass später dein Schmetterling da drin irgendwie hockt. Ah, alles ein bisschen... Unlocked. Hast du den schon unlocked? Jetzt habe ich gebaut. Ah, so, jetzt ja. Completed Journey. So, Journey. Investigate Rotten Manor using the clues. Pathfinder. Da kriege ich schon was zum Claimen. Wenn du J drückst, kannst du schon mal ein paar Sachen abholen, die du bekommen hast, wenn du die Aufgabe erledigt hast. Claim. Claim ich alles. So. Ich hätte aber gerne. Warum ist denn hier so ein Wassertropfen? Siehst du das auch? Moment. Ich claim gerade. Oh Gott, hab ich viel zu claimen.
Auch nochmal. Oh je. Have one friend. Huch, bei mir ist gerade Böller losgegangen auf der Gasse. Oh, es ist so nervig bei uns. Echt? Ja, ja, ist so schlimm. Ludwigshafen, Ghetto City. Ich finde es so schlimm, dass es noch erlaubt ist. Jetzt schon. Mhm. Okay, hast du denn jetzt a Peek into Deviation als Quest oben? Peek into Deviation, unlock Mematics, disabled bench. Ja, ja, und oben drüber a Peek into Deviation, investigate Rotten Manor using the clues provided by Claire. Nee, mit wem hast du da? Ah, Claire. Claire muss noch kurz reden, dann mache ich das. Aha. Claire! Dann können wir weiter. Wird es langsam dunkel, ne? Huch. Ach, du hast ja auch irgendwie so komische Fähigkeiten, ey. Ja, ich habe mit der schon geredet. Ja, dann müsstest du, glaube ich, die Quest, die wir bekommen. Genau, die kann ich ja schon einloggen. Mache ich jetzt gleich mal. So, Moment. Tasks. Hier, a peek into Deviation. Genau. Das ist jetzt ein paar Kilometer. Mhm. A peek into Deviation. 0,6 Kilometer in die Richtung dahin, ja. Aber ist es nicht Stufe 5? Sind wir dafür überhaupt schon ready? Ja, natürlich. Also, ich habe vorhin den Vierer angehittet, der ging easy down. Na gut. Let's go. Überredet. Ich bin doch dein Speicherpunkt. Denk doch dran. Ja, stimmt. Wehe, das stimmt nicht. Hast du auch diesen komischen Wassertropfen immer, der dir hier diese Base anzeigt? Wo soll der sein? So ein blauer Punkt, wenn ich da hinschaue, das ist 60 Meter, ist wahrscheinlich einfach nur die Base oder so ein Tropfen. Ah, das kann sein. Achso, ja, das ist ja, wenn du auf die Karte gehst, dieser Deathsville, das ist der Wassertropfen. Okay. Was sind denn nicht immer diese Blumen hier? Ja, das sind diese Infos. Diese hellen, meinst du, diese goldenen? Ja, Party-Time. Das sind irgendwie so. Die kommen ja immer, wo wir sind. Ja, ja, ich glaube, die spawnen nur, wenn du in der Nähe bist. Ich glaube, das sind irgendwie so Infopunkte von Spielern, irgendwie im Rattentiezen oder sowas dazulassen. Schön. Das ist süß. Auch wie bei Death Stranding. Use the Force. Ja, genau. Okay, 500 Meter. Holy. Guide. Ach, unser Ding will was sagen zu uns, glaube ich. Oh, machen wir mal. Ah, nee, doch nicht. Nö. Leave. Tschüss. Wir zeigen den Weg? Fragezeichen. Das könnte auch sein. Hast du schon ein Riesenmonster gesehen? Ja, ganz am Anfang, dieses Sirenen-Ding halt, ne? Aus dem Tutorial. Ja, das war geil. Mhm. Hast du diese Gatling-Gun direkt am Anfang gefunden? Ja. Oh Gott, ich habe die erste gefunden. Ich habe so lange gebraucht, bis ich auf einmal da rumlaufe und sehe das Ding da rumliegen. Ja, da stand irgendwie neben die Waffen, die vor der Tür liegen. Mhm. Ja, aber auch wild, dass du dann von diesen Gegnern anscheinend irgendwie, von dem einen Viechern da diese Mimics oder so, Mimic-Menschen, diese Köpfe dann nehmen kannst und zurückschießen kannst mit denen ihre Waffen. Ja, irgendwie sowas, also geil. Sehr weird, was hier alles passiert. Richtig, richtig nice. Richtig nice. Und aus dem Chat, habt ihr das schon gespielt, Leute, oder davon gehört von dem Game? Yippie, 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 whoop, whoop. So, ich weiß nicht, 200 ob noch. Ob die Aufgabe schon zu schwer ist. Nee, niemals. Wir haben doch Skill. Wir haben Skill. Oh, links, guck mal, da sind so Fliegerroboter. Wie eine Matrix. Da hinten. Oh, süß. Und ist das ist also Zombie-Farmer. Dass die ganzen Menschen sind zu Monstern geworden und die ganzen Gegenstände irgendwie zu Lebewesen, ne? Ja, ich glaube aber, das sind jetzt theoretisch ehemalige Menschen. Und ich glaube, die anderen Dinge sind aus der anderen Dimension irgendwie. Sowas kann ich mir denken. Ja, irgendwie vermischt. Die sehen aber geil aus, die Gegner. Mhm. Ja, Konzept ist schon cool. Ich habe es jetzt erst erfahren vor dem Spiel. Jetzt habe gehört, es soll ja dolle werden. Gesehen bei jemandem, sah wirklich nice aus. Gott, der hat voll viel Zeug. So ein bisschen The Last of Us und Death Stranding gemischt, finde ich. Mhm. Und mit dem Building und so. Haus? Guck mal. Oh. Was leuchtet da? Huch. Ja, das war eine kleine Oder liegt auch, oh, Materials. Huch. Ich kann die auch nutzen, um andere zu blinden. Ja, ja, genau, die brauchst du gegen diese komischen Zombies, ne? Soll ich mal einen Zombie Oh, das ist ein Crate. Ein Weapon Crate. Oh. Kann ich ja mit dem Zombie mal anleuchten? Ich habe irgendeine Mods für die Deagle gefunden. Hm. Ich glaube, du musst hier die ganze Zeit Zeug einsammeln, ja. Warte mal. Ah, du bist links. Ich guck mal rüber. Oh, ich leuchte mal den Zombie da hinten an. Den röste ich jetzt mal.
So. Warte, ich hol den dir. Mal gucken, ob das was bringt. Ja. Geröstet! Rösti, Rösti. Ja, mal gucken, was da dann noch für Crazy Boss und sowas gibt, ne? Mit den ganzen Fähigkeiten hier. Das wird, glaube ich, schon richtig wild teilweise. Das wird richtig crazy, ja. Auf jeden Fall, die haben gut Munition auch teilweise dabei. Ich kann noch jemand rösten, wenn du willst. Kannst du das Ding auch noch irgendwie schmeißen oder so? Also wegschießen? Ja, irgendwie konnte ich das. Ich habe vergessen, wie. Ein bisschen unten links angezeigt bei dir? Das ist ein bisschen wie das Game mit der Rothaarigen. Wie hieß es nochmal, wo man doch so Sachen... Ah, wo man hier auch telekinetisch da rumschmeißt, ja. Ja, wie hieß es nochmal? Oh. Das war auch geil. Coathanger. Okay. Oh, was ist denn das da hinten? Oh, wow, das ist ein Riesending. Siehst du das? Ui. Geradeaus. Oh ja, sollen wir es rösten? Oh Gott, hat es viel Leben. Oh Gott, ich hab's geholt. Okay, es kommt. Ist es tot? Oh shit. Nee, guck mal, wie viel Leben das hat. Ach du Scheiße, ich röste es, ich röste es. Oh, ich kann nicht mehr rösten. Oh mein Gott. Ich geh aufs Große. Hinter dir ist ein Kleiner. Ich werd geschlagen. Hab dich. Ih, der schießt rote Blobs. Ihh. Ist gut, der ist abgelenkt. Der hat Fokus auf mich. Ja, ist gut. Oh, was macht er denn jetzt? Kill ihn. Ich hab nicht mehr viel Schuss, ne? Ja, ich hab noch. Huch. Okay, mein Schuss ist alle. Du musst noch einmal schießen. Schieß noch einmal. Noch einmal. Ja. Got it. Hast du ein bisschen Muni für mich? Meine ganze Muni ist jetzt. Ja. Ich glaube, ich muss noch healen. Ich bin fast down. Warte mal. Aloe Vera oder so, glaube ich. Ich will das. Ich will. Ah, ich regeneriere. Ah, ja. Lass dich doch looten. Verdammt, lässt sie nicht looten. Die Sau. Nicht? Ah, vielleicht kann ich. Warte mal. Huch, ich bin irgendwie. I need money. Ich komme irgendwie nicht aus meinem Inventarmenü raus. Oh, jetzt. Kann ich hier rein? Nee. So, ich habe noch 55 Schuss, ein bisschen mehr. Guck mal, ob ich jetzt irgendwie nochmal droppen kann. Nice. Ja, ich guck grad mal, wo das ist. Hast du im Haus schon gelootet alles? So semi, das erste. So, ich hab auch ganz schön viel vergessen. Oh. Oh, shit. Der Kühlschrank! Der Kühlschrank! Ich habe hier Money gedroppt für dich. Was war denn das, bitteschön? Komm mal raus, bevor das irgendwie weggeht oder so. Wo bist denn du? Ja, wo wir gerade eben das Vieh gekillt haben. Der Kühlschrank war sauer. Nice. Oh, geil. Dankeschön. Thank bitte, you, bitte. I will kill everything. So, wir sind von unserer Mainquest weggekommen. Ja, hier vorne ist die... Oh, hier wird es auch neblig. Der Joghurt war schlecht. Genau, der Joghurt. Oh, zu lang liegen lassen. Was passiert, wenn ihr euer Joghurt zu lang im Kühlschrank lasst? Nice. Oh, da sind viele drin. Warte mal. Ist die tot? Klar! Weg hier! Oh Gott. Was ist, oh, das ist irgendeine komische Pflanze. Geil. Batz. Immer schön auf den Head schießen. Die Ragdolls, ey. Ja, was macht das Ding? Oh, oh. Ich glaube, das wird hier ein bisschen viel. Oh, ich finde das richtig viel. Ich muss mal looten. Loot. Ich brauch gleich wieder Heal. Oh Gott, sind das viele? So, warte mal. Ich komm, Jetzt hört er gar nicht auf, ne? Mhm. Ich glaube, von oben kommen auch noch welche. Mach du mal ganz kurz, ich heal mich mal irgendwie wieder. Ja. Ich schieß die Headies ab. Ich kann noch so ein... Ah, hier. So ein Pen. Okay, der bringt direkt 50. Okay, sind alle tot. Mhm. Oh, hier hab ich so einen Bug. Take them all. Dass wir wieder mit dem Tarnmenü rauskommen. Diese Gear Crate. Ich habe auch noch eine Waffe eingesammelt. Stardust Source. Also immer wenn ich schnipse, sehe ich eigentlich alles, was ich einsammeln kann, ne? Mhm. Da ist noch ein Gegner. Da sind ganz schön viele drin hier. Müssen wir eigentlich hin? Ach, hier ist auch noch ein anderer Spieler. Mhm. Müssen wir eigentlich hin gerade schon, ne? Ja. Müssen irgendwas investigaten oben. Ich komm investigating. Hier? Eine Blanket, die nehme ich mit. Das ist ein Strong Force Field. Die kommen ja gar nicht rein. Oh, noch eine Kisti.
Kiste! Kiste! Oben ist auch Loot. Oh, voll viel Moni gefunden. Wow. Ich hab Epics und irgendeine Hunter. Ich find's echt gut, dass die dummen Gegner einen hier nicht umbringen können. Ah, sag das nicht so laut. Ich komme nicht rein. Bist du noch unten? Ja. Ja, aber ich komme nicht rein. Ja, ja, ich glaube, da hat er gerade gesagt, da ist so ein... So eine Force, die uns wiederhält. Und jetzt haben wir irgendwie so andere orange Punkte. Guck mal, use space time to investigate the after image. Hier. Ich glaube, wir sind raus. Waffen. Hallo an alle Stinkies. Oh, da sind wieder mehr. Und irgendwie diese Stardust Pollution wird immer heftiger. Wo sehen wir denn die nochmal? Dass das kritisch wird. Ich weiß gar nicht, was das macht. Also müssen wir raus. Ich weiß gar nicht. Oh, also hier draußen ist so ein gelber Punkt, da gehe ich jetzt mal hin. I can see it. Komm jetzt mal zu dir, weil da müssen wir eh hin, wo wir jetzt sind. Ich glaube, hier müssen wir dann Q drücken. Oder? Ja. Hier ist so eine Erinnerung wieder, wie im Tutorial. Kiefer Sutherland. Wie hast du die jetzt gefunden? Mit Q. Die reden, aber die haben keine Voice Lines. Ja, ich sehe sie auch. Bei mir steht halt immer noch dieses Medic-Dingsbums. Also Unlock Medics. Ja, ich glaube, das ist die zweite Quest. Achso, okay. Aber oben hast du das endlich so Peek into the Aviation? Use Space Time to investigate the After Image. 1 von 3 haben wir gerade gemacht. Warte mal, vielleicht mit J musst du es erst aktivieren. Use Space J. Ah, 1 von 3 habe ich da jetzt. Ah ja, genau, das meine ich. Du auch, genau. Okay. Ja. Das gehen wir jetzt zum Second Point. Was ist dieser Nebel? Was bedeutet das? Interessant. Muss irgendwie hier, glaube ich, ein bisschen aggressiver werden oder so. Das ist so eine Level 5. Immer schön auf den Schädel bolzen. Oh. Was ist los? Ich habe so einen Toilettenstöpsel gefunden. Oh, das ist natürlich sehr hilfreich. Da stehen einfach nur Beine. Ja, manchmal. Oh Gott, fliegen die rum. Directors. Oh, hinter uns. Fass ich das wieder, das Ding. Oh shit, lass mal laufen. Gar keinen Bock drauf. Ich brauche übrigens Wasser schon wieder. Bei mir ist eine Person ohne Body nur im Kopf. Ja, ich sehe es auch. Völlig losgelöst. Ja, wir bräuchten Munition. Orange auch Wasser vielleicht? Oh, maybe. Aber ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwas habe für dich. Ja, ein bisschen. Orange. Energy Hydration habe ich auch noch, ja. Genau. Brauchst du noch was oder hast du jetzt genug? Das passt fürs Erste. Okay. Hier müsste noch was sein. Ja. Arrow Shutterland, okay. Oh ja, da ist noch eine. Was ist denn da alles für schöner Stuff? Und jetzt können wir, glaube ich, zurück und zu der geschlossenen Tür von vorhin, wo du dann durchkamst. Ich muss erstmal den hier umbringen. Viel Zeug. Shit, oh mein Gott, shit, der bringt mich um. Was? Coming. Der Sack. Oh, Hilfe, ich hab's gar nicht voll verballert. Ah. Nein, ich komm. Oh shit. Boah, diese Sau. Irgendeine Kotzebiene fliegt hinter mir. Oh, okay. Ja. Die Kotzebiene, genau die. Bist du safe, ja? Ja. Oh, da kann ich noch was nehmen. Moment. Was ist das hier? Da sind überall Materials. Okay, so. Ich röste jetzt, weil wir geröstet werden, welche Sau. Kannst du wieder den Großen rösten? Wer will es in Solarium? Braun Simulator. Ja, ich komme mal zu dir. Ist doch was low mit dem, ne? Ja. Ja. Das kann man auch irgendwie schmeißen, ich weiß aber nicht mehr wie. Hast du nicht links irgendwie die Anzeige? Throw irgendwas oder so? Talk, Cam, Crouch, Roll, Meath Attack. Oh ne. Naja, egal, lass uns gehen. Wir müssen jetzt wieder zu dem anderen hier hinten hin, oder? Zum Haus zurück. Sicher? Ja. Nicht erstmal zu dem gelben Punkt? Ja, meine ich ja, das wird zum Haus sein, oder wo hast du noch? Ah ja, okay. Vielleicht hast du mit denen vorne geredet. Bei mir ist jetzt Check out the locked door als nächste Quest.
gleich mal. Mir wird das halt irgendwie nicht angezeigt. Hast du denn dieses 2 von 3 Ding, wo sie voll gemacht? 3 von 3? Warte, ich guck gerade ganz kurz. Genau. Return to the main house and check the lock. Ah ja, genau. Ja. Dann haben wir das gleiche, ja. Aber mir zeigt es halt irgendwie nicht oben an. Ich würde es gerne auswählen. Bei mir wird es angezeigt auf der Minimap mit so einem orangen Punkt. Achso, Minimap. Ich dachte oben links auch. Achso. Beziehungsweise auch so ganz normal in dem Field of View. Okay, hey baby, where are you going with all those bags? Hey baby. Wer sagt denn das? Das hast du auch Voice Activation an? Nee. Ich bin jetzt mal drin im komischen Raum. Oh, das dumme Ding lebt auch schon wieder. Ja, ich bin ja auch drin. Nice. Ich fummel mal drin rum, ist am besten. Huch. Eine Waffe bekommen. Wuhu. Nice. Oh ja, eine Waffe. Okay, gucken wir mal. Wenn ich jetzt I drück, wo ist sie denn? Genau, das will ich jetzt auch mal sehr sehen, bei Gear. Ach stimmt, bei Gear, ja. Was haben wir denn alles hier so rein? Ja, okay, ja. Und was haben wir hier so? Da haben wir nur das. Und hier haben wir die... Was ist denn die Waffe? Ich glaube, du musst draufdrücken einmal auf deine Pistole. Mache ich, aber da wird mir nichts gezeigt. Ich habe irgendeinen Mod gefunden, der macht 3% mehr Damage. Okay. Und hier habe ich auch nur die noch bis jetzt, ne? Hier habe ich auch noch nichts. Schuhe habe ich auch noch nicht. Nee. Leave Rotten Manor and continue the quest on eliminating deviations. Huch. Oh shit. Töte ihn, bring ihn um, bring ihn um! Erstmal mit der Pumpewasserzange ein bisschen umgehauen, da. So. Ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich wieder nur zurück. Mhm. New task, unserem, welcome back. Zu unserem Home. Investigate, was habe ich jetzt? Welcome back. Investigate at the foot of Monolith of Creed and find where the signal came from. Jetzt habe ich irgendwas anderes angenommen. Warte, ich guck mal auch ganz kurz bei Task, weil eigentlich würde ich da gerne draufdrücken. Ich sehe ja nicht mal bei den Tasks. Ah, jetzt. A peek into deviation bist du noch, ne? Ja. Hier, tell Claire about your discoveries können wir jetzt erstmal machen. Das heißt, wir gehen erstmal zurück und dann sagen wir ihr, was passiert. Anders, was sehe ich denn, was da jetzt die Hauptquest ist? Die Hauptquest ist Journey. Unlock Memetics. Aber da gibt es ja wie viele. Wenn ich hier J drücke oder so, dann komme ich in dieses Quest-Menü. Mhm, und da kann man Welcome Back machen. Ja, das habe ich jetzt gerade bekommen. Ab 8. Genau, ich würde jetzt noch kurz zu Claire zurück, weil das noch Stufe 5 ist. Und wir sind ja, glaube ich, erst 2, oder? Ich bin 5. Wo sehe ich das, was ich bin? Warte mal, wenn du I drückst, oben links. Ah, Level 4, okay. Mhm. Lass mal der Claire die Quest zurückgeben, ja. Und dann machen wir die nächste, coming. Oder? Ja, ja. Ich will ein Auto haben. Mopitsche. Nee. Ja, ich glaube aber Autos dauert noch. Ich bin so nackt bekleidet, weil wir gerade aus dem Labor abgehauen sind. Und ich kann euch eins sagen, das Charaktermenü ist insane. Wie detailliert man diese Charaktere machen kann. Ich habe mich da komplett drin verloren. Das war so nice. Frisch aus der Anstalt. Die Gnu-Anstalt. Was ist denn das? Sind das hier wirklich Sachen von der Community hinterlassen? Ja, Rot, irgendwie ist es... Süß. Ja, tatsächlich. Gell? Das ist so random notes. Was hat der gesagt? Secret Survival Hint. To survive in harsh conditions, mastering the skill is essential. Süß, die geben dir da was mit. Kann ich auch eins eröffnen und sagen, subscribe to my channel? Knu was hier. Ach, genau, hier Knu ist das bei hier. Tasks oben. Jetzt raff ich das erst hoch. Ich gucke die ganze Zeit mit Journey. Oh, süß. Das sind die Requests. Das sind die Bewertungen vom Game. Oh. Das sieht süß aus. Wie gesagt, wenn du, ich bin jetzt über, was war das, J, dann statt Journey oben in dem Haupt-Tab auf Tasks gegangen und da hast du den ganzen Case, die Hauptmission. Hast du das auch schon? Auf Tasks oben? Oder ja, du genau, kannst... da bin ich ja auch. Ah, okay, dann habe ich jetzt Peak, genau. Ja. Peak into Devastation, genau, das habe ich jetzt auch. Das kannst du dann mit Leertaste auswählen. Ja. So. Alright. Genau, also ich habe den Key bekommen, weil mein Management hat direkt angeschrieben und es gibt die Möglichkeit, wenn man YouTube oder Twitch macht, einen Creator-Code anzufragen für Content. Das geht tatsächlich auch. Also auch großzügig auch von denen, dass sie es machen. Ich meine, das ist ja auch eine Werbung für die. Ja. Ich hab jetzt voll gefreut. Mhm. So.
Das ist aber so viel Eindrücke, ne, die hier passieren. Also muss man ein bisschen sich zurechtfinden nach und nach. Ja, ja, aber ich glaube, wenn man es drauf hat, dann geht's richtig steil. Ja, beziehungsweise, glaube ich, wenn du... Wie gesagt, noch lang nicht fertig. Ja, ja, ich glaube, wenn du die Base oder sowas fertig gebaut hast, hast du ein bisschen Crafting-Zeug und gehst dann bewusst Sachen farmen. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Die Map ist ja, wie gesagt, ultra, ultra riesig. Ja. Was da noch überall kommt, I don't know. So. Ja, wir haben es gefunden, bitteschön. Hey, Maeve. I checked out the ghost town you were talking about. Yes. Well, like, ooh. It started with the boss. Let me guess. Yep, all the strange events. So. I'll try my best. Well, I... Huch, jetzt ist er weg bei mir. Ja. Dann kannst du auf jeden Fall so einen Kaktus-Juice. Ich habe, glaube ich, noch weitere Quests angenommen von der. Wo ist der Kaktus-Juice? Übrigens, Leute, für die Story und alles, ich würde da 100% drauf eingehen, wenn das Game komplett released ist. Weil es ist ähnlich wie bei The Forest. Am Ende spielt man The Forest und dann hat man es durch. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr kommt eine weitere Story. Und dann kommt man voll durcheinander. Das heißt, ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf die Story ein. Sondern sobald es full released ist, würde ich es gerne nochmal spielen, weil die Story scheint sehr geil zu sein. Aber ich möchte gern mitkommen. Hier bei dem meinst du? Cactus Juice. Mhm. Ja, wow, her damit. Ja, gut, habe ich ein bisschen Cactus Juice. Ja, jetzt müssen wir die Welcome Back Mission machen. Mal rein. Genau, ich habe jetzt die nochmal angenommen. Die hat ja noch eine gehabt, falls du es gesehen hast. Bei mir ist sie gar nicht mehr da. Claire, bei mir jetzt auch nicht. Dann hast du sie angenommen, die Quest. Ah. Das ist dann Investigate at the foot of Monolith of Greed and find where the signal came from. Ach, das ist dieses Welcome Back, ja, ja. Mhm, gut. Okay. Müssen wir eigentlich auch schlafen oder so? Weiß nicht. Guck's mal nach deinem Stamina und deiner Hydration. Du bist doch bei 0,5 Kilometer, oder? Mhm, ja. Da würde ich jetzt sagen, walken wir mal hin. Let's go. Ist voll süß mit dem Rucksack. Mhm. Von Scout. Die ist aber ultra geil gewesen. Ja. Als Kind hat man sie, glaube ich, sehr, sehr, sehr gehasst. Ja, und jeder wollte ein E-Spec haben. Ja, vor allem, wie schwer diese Sachen waren auf diesem kleinen Kinderkörperchen. Ja. Sehr viel einfacher, wenn man das alles mal digital macht. Mhm. Ja. Guck uns an mit dem Buckel. Dann noch zocken. Buckel. Dann noch zocken. Wohin soll das gehen? Ich will auch so eine Nachricht für die Nachwelt hinterlassen. Pflänzchen irgendwie reinsetzen, aber ja. Wie geht das? Ich glaube, wir müssen halt noch ein bisschen Zeit verbringen, auch mit dem ganzen Crafting-System. Ich weiß ja, ob wir dieses Motorrad dort irgendwie holen oder irgendwie jetzt gleich geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht. Na, gute Frage. Machen wir mal noch das Ding und dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal zur Base und gucken mal, was wir da brauchen. Wir müssen irgendwie auch Kupfer einschmelzen und sowas. Guck mal, überall sind die Pflanzen, ey. Ja, voll süß. Das ist so cute. Mit den zwei Arten von Aiming weißt du auch schon, wenn du gedrückt hältst oder wenn du ganz schnell drückst? Ah, nice. Ego-Perspekt. Mhm. Geil. Finde ich auch cool, dass es jetzt nicht Ego ist. Ja, genau. Oder zumindest, dass es optional wäre, ja. Ja. Ja, dass man auch den Charakter sieht mit dem Rucksäckchen, finde ich voll toll. Hast du ein Ebenbild daraus gemacht aus deinem Charakter? Siehst du so aus für dich? Nee. Nee? Random, okay. Nee. Ich muss nur sagen, ich mag immer nur Charaktere mit einer einfarbigen Haarfarbe und hellen Augen. Mhm. Also ich mache die immer gleich irgendwie. Ich bin da voll langweilig. Außer meinen Baldur's Gate Charakter, den habe ich mir ausgetraut. Ich habe ja auch im Leben nur ein einziges Mal meine Haare so ein bisschen blond gemacht. Und sonst hatte ich immer nur meine Haarfarbe. Ich traue mich da auch gar nichts. Ja, verstehe ich. Gleich aber auch meinen Charakteren. Ich habe Angst, dass mir dann irgendwann auf den Sack gehen würde. Mary. You're back. So. Is that a Talk cradle you're wearing? You're a mayfly? You're back. Is that a cradle you're wearing? You're a mayfly? Mayfly? Sorry, I have no idea what you're talking about. As for this thing on my back, I just found it. Huh. You're serious. Meine, unsere Haut ist ja voll zusammengetackert. But if you're not a mayfly, ja, hinten im Rücken, ja. What are you doing here? It might sound a little crazy, but this this bird. Hast du den Dialog an oder skippst du? Ein bisschen, ja. Wait, that sounds way more than a little crazy. Dieses Mädel ist doch ein Mayfly, ne?
Ja, wir sind eine Mayfly. Aber das Mädel mit dem Butterfly-Flügeln ja auch. Ja. A metahuman with great ambitions. It looks like our goals are aligned right now. Oh, so you're here to eliminate the Great One too? No. I came to shut down this monolith. It's destroying the entire area around it. But at the root of it is a Great One, hiding in its rift space. So really, I'd be glad to help you. I could even pay you a reward for killing the Great One. Look. So, yes. Hast du durch? If you can act, yeah. I'm afraid okay. Ja, schon viel, viel Talk. Wir müssen mal wirklich drauf eingehen, auf Zeit, ey. Aber sie hat ja noch, immer noch was, Let's Talk. Ja. Nur die Koordinaten. Ich skip mal durch. Das haben wir schon geholt. Okay. Jetzt 400 Meter die Richtung. Load Creed Rift Anchor. Equip Creed Rift Anchor. Alpha und Beta. Okay. Okay, dann gehen wir zuerst zu 346. Zu 346. Ich hab noch 4 Schuss, das wird bestimmt gut. Ich hab noch 7 Schuss für die Deagle. 42, willst du was? Ja, dort. Wir gucken mal, vielleicht wenn wir was umlegen oder so, kriegen wir noch ein bisschen was. Ich hab genug, ich kann dir was geben. Ich hab 142 Schuss. Ja, aber nett, dann drop was. Ich glaube, du musst in Inventar und dann SRG X hier rüberziehen oder draufklicken. Dann kannst du das splitten und droppen. Okay, wo ist denn meine Munition? Ich glaube, das erste. Ja. SRG X. Welche Discharge All? Ja. All? Ne, ein bisschen, oder? Willst du auch noch ja, was? Aber wie? Ich glaube, du kannst auch splitten. Warte mal. Du kannst. Wo steht's? Control plus X. Ach, kann das sein, weil es Englisch ist, dass es dann Y, dass es X woanders ist? Na, es wäre Z und Y. Guck mal, SRG X ist bei mir, wenn ich drauf. Okay. Und du musst dann mit der Maus drüber hovern, ne? Genau. Kommt es bei dir nicht, wenn du drüber hoverst? Jetzt, okay. Okay. So, confirm. Ah ja, da liegt's. Dein Sack liegt hier. Dankeschön. Ich will endlich krasse Gegner sehen. Wir sind doch schon 2, aber ja. Mal gucken, vielleicht geht's da oben ab ins Level 8. Aus, ne? Da oben kommen wir jetzt auch zu dem Monolith. Zu den Koordinaten. Ey, wir spielen Once Human. Richtig geil. Gefällt mir voll. Ich würde gerne mehr von der Story wissen. Ich hab Bock auf die krassen Monster. Und ich wollte euch das böse mal zeigen. Aus. Und würde das gerne mit Felsi noch mal richtig weiter grinden. Oh. Wie sieht's wild aus? Ja, sieht gar nicht so geil aus. Sind auch ganz viele andere. Oh. Ja, ja. Oh, da oben sind auch Boys mit irgendwie dicker Rüstung. Geil. Ich kann das jetzt hier draufschmeißen auf die Loser. Warte mal. Komm mal her. Bist du da hochgekommen? Mit Leertaste kannst du da hochkrabbeln. Hä, was? Irgendwas will er machen? Ich hab hier ein F. Ach. Heißt es hier irgendwie. Bossfight ahead. Bring lots of ammo. Hier ist eine Info für jemanden. Da hätte ich aber Schiss reinzugehen hier, ne? Ach was, ich bin doch dabei. Guck mal, hier ist so ein komischer blauer das Blob. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Ui, da ist noch ein großes Monster, sieht aus wie Naruto. Wo bist du denn? Ach, da. Ach, hier rechts. Oh ja, lol, wie sieht das aus? Hä, cool. Ich glaub, der hat Bock, dich anzugreifen. Ich hole ihn mir. Und der dumme Zombie auch. Ich mach mit beim Holen. Loser. Got it. Uff. Nice. Das war ein guter Shot, ey. Können wir den gelootet? Nee, hä? Hat er gar nichts. Aber der Boy hat was, oder? Enttäuschend. Nee, auch nicht. Da ist nochmal so ein Riesendings. Das müssen wir gleich auch zerstören. Den Blob da hinten, oder? Ah, rechts, ja. Warte mal, vielleicht kann ich da mal. Molotov! Oh, nice. Oh, mit dem Revolver? Ach, das ist was One-Shit. Ne? Der spawnt die neuen. Das kann sein, ja. Deswegen. Ah, okay. Deswegen muss man die Nester zerstören, quasi. Das ist down. Ja, da fallen die auch direkt um. Boah, da habe ich jetzt aber Bock drauf. Ich hab eine Jacke bekommen. Oh lol. Wie hast du das jetzt nochmal gemacht? Was meinst du? Was war es denn? Das hochheben? Oh, da hinten. Vorsicht, die Dinger. War das mit. Oh, Vorsicht.
Die Lichter. Mhm. So, weg mit euch. Das nochmal, nee, mit T, nicht mit F oder so, ne? Wie hast du die Dinger rangezogen, die Fässer? Mit F, genau. Da muss ein bisschen näher ran und dann der blaue Blob auch kaputt, oder? Mhm. Da ist noch so ein Handling. Oh, hat der eine Bombe hinten dran? Kann man da drauf schießen? Wuhu! So. Der hat auch ein Handling. Oh, wow. Oh, die freezen das auch irgendwie. Ich röste die alle. Ich röste euch alle. Komm her. Oh, die schießen auch die Zombies. Ach cool, die haben ja Waffen. Das finde ich gar nicht cool. So, warte. Oh, Entschuldigung. Nichts passiert. Ich glaube, die haben keinen Friendly Fire. Huch, der lebt ja auch noch. Ach, ja, herrlich. Das ist doch so ein Lampenboy. Lampenboy. Ja. So, jetzt können wir dem sein Handling wieder krabbeln. So. Dann können wir den rösten. Röste ihn! Ey, das ist mega nice. Er ist cool gemacht. Geil. Geil! Wie droppe ich nur? Ah, mit Rechtsklick. So, okay. Hier überall. Loot. Loot. Acid. Okay, ich glaube, wir gehen mal hoch, ne? 16 Meter hier oben. Ja, oh, da liegt was Feines. Eine Blanket. Und noch ein Football. Nehmen wir mal alles mit. Oh, holy shit. Was ist los mit dir, Bro? Oh, die sind aber schon. Stardust schnell, ne? Pollution ist. Was? Rift Anchors are key to entering the realm where Rift Entities dwell. Schade, ich dachte, sein Ding explodiert hinten am Rücken. Football. Oh, ich glaube, hier geht's ab. Was ist das jetzt? Please submit the correct item. What? Hm. Oh, da war, glaube ich, noch Glue, ne? Glue ist, glaube ich, immer wichtig. Glue ist so eine Zutat. Oh, ich bin, glaube ich, voll. Hier ist irgendeine Pollution schon wieder. Ne? Ja, das habe ich auch eben gelesen, ja. Aber die Frage ist, was wir jetzt da reinstecken müssen. Oh, shit, ey, das war eine Arschlochkiste. Das war eine Verarschkiste. Vorsicht, gibt auch so dumme Kisten, die dich zerstören. Okay, da hinten, da oben muss irgendwo was sein. Wie kommen wir denn hier? Ja, über uns, ja, da war ich gerade. Hast du dir schon geholt? Mhm, wir müssen irgendwas reinstecken. Typischer halt. Aber ich weiß nicht was. Da do it with the Great One's Presence. Der Great One ist irgendwie der große. Aber wie wir da jetzt was reinstecken müssen, ich weiß nicht. Ah, warte mal, vielleicht das? Equipped Creed Reef? Ah, Load Creed. Nee, hä? Ich hab eine CD reingestopft. Müssen wir vielleicht erst da oben hin und das holen, um dann hier reinzustecken? Ich hab eine CD reingestopft. Oh. Ich glaube, es hat funktioniert. Ehrlich? Ja. Willst du auch noch eine haben? Ich glaube, du hast eine. Ah, Creed Realm Coordinates. Ja. Ah, okay, Submit. Ja. Ah ja, okay, irgendwas macht's jetzt. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Vielleicht können wir hier rüber jumpen? Oh Gott, oh Gott, wo bin ich hier? Oh nein. Hey, wo bist du? Ich bin irgendwo runtergetroppt. Oh shit. Ich glaube nicht, wir müssen hier irgendwie rüber. Mhm. Kann es sein, aber so meine Richtung Eingang ist gut. Gibt? Ja, hier vorne ist ein Eingang. Bei mir. Du kannst runtertroppen. Aber meinst du bei der 02? Bei mir, theoretisch. Wenn du mal eine 1 siehst auf der Map. Ich glaube, hier bei 02 musst du rein. Hier ist auch ein Eingang, aber ich kann auch zu dir kommen, warte. Medkit, ich sollte, solltest hier reinkommen, jetzt viel Loot. Komm mal. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt gerade so ein dicker Bossfight kommt. Soll das so sein? Angeblich, ja. Da waren nämlich schon ein paar Infos von Spielern. Ah ja, hier bist du, okay. Guck mal, die sprengen das jetzt hier auf für uns, dann können wir nämlich darüber. Oder auch nicht. Kann man das abenden hier? Hä? Irgendwas ist das? Das leuchtet, wenn du Q drückst. Folgt mir mal, ich glaube, ich habe den richtigen Eingang da hinten. Okay. Geht mal hier rüber. Voll cool. Ich dachte schon am Anfang, dass die Gegner, die hier rumlaufen oder die anderen Spieler, dass die einen die ganze Zeit umbringen. Zum Glück ist es nicht so. Bin ich ja echt froh. Weil ich weiß noch nicht. Ja, ja. Man PvP kommt. Vielleicht hättest du damit den Stein wegsprengen können. Ah, ja, stimmt. Maybe. Hier ist nochmal eins. Ich glaube nicht. Nice. Oh, ich habe eben so Lightning-Probleme. Bei mir flackert es ganz schön. Jetzt wieder weg. Teilen wir den Loot? Ne, warte mal, hier kann ich nochmal. Vanity Box. Hm. Den schieße ich jetzt mal auf den Rücken. Du kannst ja, glaube ich, auch backstabben, ne? Oh, echt? Mhm. Verdammt.
probier mal. Ich hab nicht mehr so viel Muni. Okay, dann mein. Das hat ja gut funktioniert. Oh, ich brauche wieder was zu trinken. Ich wollte gerade sagen, guck mal auf dein Essen und so. Das sind Lampen. Ah, das ist der Kistenboy. Den haben wir gar nicht gezeigt. Hier, der Mimic-Boy. Jetzt können wir wieder die Blobs schießen. Oh, da ist irgendein roter Kern da drin. Oh, hinter dir. Hä? Got you. Größten. Und da drin geht's ganz schön ab. Ist alles so komisch? Ja, ja, hier drin, guck mal. Oh. Ein Red Block. Sollen wir da sicher rein? Mit Sicherheit gehen wir da rein. Wir müssen da doch noch gar nicht rein. Wir müssen doch erstmal das andere. Ich will sehen. Oh mein Gott. Wie die da alle rumspazieren. Ja, what is that? So ein schwarzes Loch oder so. I don't know. Wirklich und Red Loch. Unsatisfying aus. Guck mal, hier gibt es, glaube ich, voll viel Loot drin. Mhm. Nehmen wir alles mit. Medkits. Ah ja, siehst du mal. Ja, diese Sticks, die bringen dir richtig viel Leben. Die kannst du fast instant wirken, muss man auf deine Hotbar ziehen. Medkit-Sticks? Ja, ja, genau. Und diese Pens. Ja, da habe ich 10 von. Die sind sehr stark. Guck mal, hier können wir hin. Ich bin voll into, Leute, ne? Ich kann hier nichts machen. Ah doch, Realm. Was kann ich hier machen? So, was? Full Shadow Hunter. Deviation Archive. Challenge Reward. Ah, das kann ich noch nicht nehmen, oder? Was ist denn da drin? Das sieht wirklich aus wie, So. Realm Beacon, ja. Level 10, confirm. Sollen wir rein? Oh, ich höre dich gerade ganz schlecht im Discord. Ich gehe nochmal raus. Ihr habt mich noch normal, oder, Chat? Game zieht gut Leistung, ja, auf jeden Fall, beziehungsweise auf Ultra. Ihr habt mich noch normal? Oder hänge ich auch irgendwie hinterher? Bitte mal. RGC verbindet ja irgendwie Knu. Der Server hat irgendwie Sprenzchen. Keine Route. Oh, hi. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Ja, ja, irgendwie. Der Server hat gerade ein bisschen gehangen. Yes, ich bin draußen und wird dann zu der nächsten. Ja, gut, wir könnten auch diese Quest hier machen, ne? Foul Shadow Hunter. Recommended Players 2 Stück. Das war Level 10. Ich weiß, ob das ein Boss ist, den wir hier drin machen können, an diesem roten, schwarzen Loch. Meinst du da? Weil da kann ich nichts aktivieren noch. Ich konnte. Vielleicht mal die Level 5. Komm nochmal zurück, ja, das ist mal erstmal die Welcome Back und dann können wir rein, ja, und die anderen machen. Immer mit der Ruhe, Brauner. Ja. Coming. So, da bin ich. Richtig fickrig. Fickrig. So, da oben, Mingo. Oh, who are you? Oh nein, da hat's ja richtig viele, ne? Mhm. Vielleicht können wir ein bisschen zusammenziehen und dann unser Red Light hier nehmen. Green Light, Red Light. Okay, das ist wieder so ein Blob. Nice. So, ein bisschen nach oben rein. Blob. Komm, ich geh mal vor. Ah, guck mal hier. Komm hier ran? Ah, von links. Erstmal Mülleimer Trash suchen. Mülleimer Trash. So, hier, Creed Rift. Jetzt können wir wahrscheinlich auch wieder die andere Scheibe reinstecken. In so ein Loot-Geier, ne? Oh, der Wii ist da. Was ist da? Wenn du die Scheibe reinsteckst, manchmal schreibt man mit dem Wii. Hier musst du das Ding, glaube ich, anstecken. Bei mir. Ja, Moment, ich muss gerade looten. It's good to see you have a decent ability to handle. So, andere Disc. You dealt with that well. And where did you go while I was handling the situation? I am not naturally skilled at human interaction. You may have noticed that, although I'm trying my best with you. And if I'm to be honest, I simply feel a certain dislike for that woman, even though I do agree with her reasoning.
No. No. Okay. Mary also, war ja... Mag ihn nicht so. Naja, Mary war das Mädchen, ne? Ja. Glaube ich, ja. Meint er die Mary oder meint er jetzt die mit den blonden Haaren? Mit den blonden Haaren, ne? Mit das Mädchen von ganz am Anfang, ne? Mit dem zugebundenen meinst Augen. Du? Aber die oder? Heißt doch Cis oder ganz anders. Ach, stimmt, ja, ja. Mary meint er, glaube ich, die jetzt gerade. Das kann sein, ja. Aber irgendwie traue ich den allen gar nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir... Oh, guck mal, jetzt müssen wir enter the Rift Space inside the Monolith of Creed and defeat the Great One. Oh, wir müssen gegen den Boss kämpfen. Oh nein. Okay, wir haben nicht so viel Muni, ne? Ich habe jetzt, ja, 31. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe eine Granate. Zwei. Ich habe auch. Heilung. Drei Stück. Das kriegen wir schon hin. Ich esse noch mal kurz meine Pizza. Oh, stimmt. Bisschen Mampfi, warte mal. Und noch vielleicht ein bisschen Heilung, obwohl die Heilung sollte passen. Ach, hier habe ich Spoiled Food. Ja, mal weg. Super. Roasted Meat. Hey Leute, Bossfight. Cactus Juice in the Cop. So. Oh Gott, Hilfe, ich habe gerade Leute sprechen hören. Ja, deswegen, ich habe das ausgemacht, dass wir noch Hilfe. Team spricht. Wie kann ich die ausstellen? Geh mal auf Settings, dann Sound, glaube ich. Dann kommt ein Voice Chat Tab. Dann habe ich unten bei Chat Channel auf Team. Nearby. Mhm. Ach, wie witzig, mit denen kann man auch reden. Mhm. Ja, aber das irgendwie was Risky oder so passiert. Hey, wir kommen jetzt da rein. Ja, ja, hast recht. Hey, so wie vorhin. Ach, der wollte mit uns reden, glaube ich, der arme Dude, oder? Ah, hier. Ja. Okay. Are you ready? Ja. I'm ready. Okay. Haben wir irgendwie hier noch Loot? Oh, hier liegt ein bisschen was, aber keine Muni. Ich bin auch gerade voll erschrocken. Ich dachte gerade, irgendwie redet so eine andere Meta mit mir. Die andere Dimension kickt. Oh, oh Gott. Was denn? Achso. Müssen wir oben bleiben? Ja, ich glaube ja. Okay. Okay. So, let's go. Ja. Jetzt kann ich mal Confirm drücken. Countdown. 9, 8, 7. Hast du das auch? Nee, ich kann nicht Confirm drücken. Oh. Okay, ich mach mal abbrechen. Wenn du jetzt mit dem Ding Real Beacon sprichst, mit F? Ja, das steht denn? Nur... Level 10, Recommended Players 2. Ja, ja, genau. Und dann drück mal jetzt auf Confirm unten. Hast du es nicht? Unten rechts? Da steht nur Back. Ah, vielleicht, was bist du für Level? Ich bin jetzt noch Level 5. Ja, ich bin auch Level 5, ja. Ich mach jetzt mal, warte mal. Ich drück mal drauf. Confirm. Vielleicht sterbe ich jetzt. Kann Ready machen. Ah, jetzt kann ich auch Ready machen. Oh, jetzt sind wir teleportiert. Machen, ja. Oh Gott, wir werden sterben. Nein. Nein. Nein, ich bete dich. Nein. Oh, es ist abgestürzt. Oh no. Ich bin drin. Auch? Nein. Wie gemein, die wollten mich nicht drin haben. Mach Rejoin. Will die komische Cutscene. Help me. Gemein. She tried to take what was yours. Du da als alleine? Ja, ja, ich hab grad so eine Boss-Cutscene, oh je. Was ein Riesenvieh. Also hab ich irgendwas noch nicht fertig. Ich will auch mitspielen. Peter hat gewonnen, ja. Oh Gott, was da passiert? We are still Legion. Ich hör dich leider nicht so laut. So, ich bin drin und du stehst vor mir. Ich beschütze dich. Foul Shadowhunter, Level 10. Ich mach da nichts. Ja, ja, der steht ruhig da. Da war so eine Cutscene von irgendeinem Typ, der in irgendeinem Schleim gezogen worden ist und ist mutiert zu so einem Ultravieh. Ist der Brustkorb gesprengt und keine Ahnung. Okay, ich bin da. Okay. Was hat denn der auf dem Schädel? Warte ganz kurz. Mhm. Weiß ich, für den Überleben, ne? Wir nutzen jetzt unsere Granaten, würde ich sagen. Zuerst. Was erstes meinst du? Der hat eine dicke Gatling Gun, ne? Die hat er gerade in dem... Wo verstecken wir uns denn? Gar nicht so viele Möglichkeiten. Hier in den Kisten vielleicht im Notfall, wenn der losschießt.
Okay. Ja, Leute, ich bin gerade rausgeflogen, deswegen nicht wundern. Das ist jetzt der Endboss. Ich würde sagen, ich schieße jetzt mal eine Grenade auf den. I've catch a grenade. Hier, auf seinen Kopf. Das höher zielen. Das wäre gruselig. Shit. Aber wir machen ihm gar keinen Damage. Oh Gott, der schießt. Er ist immun! Irgendwas, er ist immun! Irgendwas müssen wir machen. Shit. Warum sind wir hier? Oh Gott, da geht er auf mich. Keine Ahnung, kannst du auf seinen Rücken schießen? Ja, ich guck mal. Das kommen wir, glaube ich, nicht rum, oder? Probier ein bisschen auszutricksen, wenn ich kann. Genau, dann lenk mal zu dir, dann kann ich ihn vielleicht in den Kopf ballern. Oder müssen wir irgendwelche Gegenstände nehmen und auf ihn schmeißen? Das könnte auch sein, ja. Scan mal die Gegend. Schieß auf die Waffe. Oh ja, die Waffe. Wir können den zerstören, um den Schild zu zerstören. Ja. Ah ja, okay. Ja. Oh, wir haben nicht so viel Muni, sag ich dir. Oh Gott. Gar keine Muni mehr. Oh nein, echt? Ja, ja. Ich geh gleich Mili ran. Jetzt. Komm her! Das Gefühl, dass wir nicht gut vorbereitet sind. Oh, er teleportiert sich. Oh shit. Oh, da warte mal, ich hab eine Kiste. Ich schieße jetzt rauf, oder? Komm! Okay, nice. 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 Lass dir noch mehr. Kisten, ne? Oh, jetzt hab ich ja selber Damage gemacht. Ich glaube, da hätten wir echt die Kisten nehmen sollen. Ja, maybe. Ich suche mal noch welche. Yes, nice. Aua, aua, aua. Sonst müssen wir die Ruhephase nutzen von ihm, wenn er heiß gelaufen ist. Und dann gehe ich mit Mili drauf. Ich renne mal hinter ihn. Ja, 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 nice. Ich muss mal heilen. Uiuiui. So, last hit, come on. Warte, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 ich bin, ich glaube, wir machen keinen Friendly Damage. Mach ruhig drauf. Okay. Oh, es ist da weg. Moment. Hey, Seite gewechselt. Shit. Hast du noch irgendwo eine? Nee, ich geh auf Melee. Oh, er lebt in der Nacht, warte. Mehr? Ja, lass ihn heiß schießen und dann geh ich drauf. Okay. Jetzt. Come on, last hit. Kisten mehr. Er hat noch ganz wenig. Er geht immer noch auf mich. So. Nice. Hatte noch einen Schuss. Und jetzt? Oh, 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 hello. Aha, gib ihm! Hey. Freedom! Hey. Wie das aussieht. Nein! Auf Kopf, auf Kopf, auf Kopf! Oh, geil! Nein, Ellie. Just die! Oh, shit, der hat noch eine Waffe. Oh! Run! Boah, jetzt hat er gerade einen Handwerfer. Waffe ist weg, ne? Das war jetzt nicht so gut! Ich hab Durst bekommen. Er geht wieder auf dich. Schießerei. Ich brauch was zu trinken. Wie geht's denn? Ich schmiele ihn weg. Oh. Oh. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Wir brauchen noch was zu trinken. Nee, nee, nee. Ja, ja, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt her? Wir haben halt gar nichts mehr. Okay, meine letzten Schüsse sind verbraucht. Ne, hier liegt doch nirgendwo mehr was rum. Ich kann jetzt auch nicht mehr schnell rennen, weil ich Durst hab. Das typische im Bossfight. Ja, erstmal durch. Wirklich zu low. Oh, bitte explodier nicht. Uff, uff, uff. Ist oben noch irgendwo was? Nee. Ja, bisher geht's, aber. Er macht das seine komischen Blobs. Ja, wir bräuchten sich einfach mehr Muni halt. Naja, ja, viel mehr. That's the problem. Können wir wieder gehen? Ich hab das genug. Au. Shit. Oh, das ist ein Schadenfakt, oder? Mhm, ich geh die ganze Zeit ran. Mit der Bumbewasserzange. Aber es reicht halt kaum. Angezeigt. Ja, ich mach halt 300 Damage, aber das ist
zu wenig. 300? Ja, ja. Doch gar nicht schlecht. Was macht dann jetzt? Ist halt die Frage, ob wir nochmal rausgehen. Sollen wir es einfach sterben lassen auf ihn? Jetzt einfach? Ja. Aber da vorne liegt irgendwas, ein Symbol, sehe ich, eine Waffe, warte mal. Nee, das war ich, da hab ich auf ihn hingepinkt. Ah. Ah ja. Au. Au. Das hat wehgetan. Ja, wenn wir ihm zu nahe kommen, teleportiert er sich halt weg. Ja. Sonst wird man, glaube ich, schon noch platt kriegen, aber... Ja gut, dann lassen wir uns mal sterben, würde ich sagen. Ja, ich hake noch ein bisschen dran rum. Ja, oh, I'm down. Oh, ich bin dead. Use Adrenalin-Shot. Ja, ich glaube, da kannst du dich wiederbeleben, ja, Abandon. So, super. Meta-Human blacked out. Respawning. Hoffentlich in unserer Base und ohne, dass wir das ganze Zeug jetzt verschwendet haben. Oh, wir sind... Nein. Nein, direkt wieder hier. Oh, wie kommen wir hier raus? Bei meinem Team... Disband? Nee. Oh, oh. Oh, wow. Ich hab auch keine Muni mehr jetzt, ne? Das ist jetzt nochmal... Aber irgendwie muss man hier rauskommen. Get Unity, Player Survey, Shop... Self-Destruct? Wo? Wollen wir Escape drücken? Leaf Dungeon. Nee, Leaf Dungeon. Ah, da unten sehe ich. Ah, ja, ich würde eigentlich gerne rausgehen, weil jetzt haben wir ja voll gespeichert. Ich bin raus, ja. Das ist ja total doof. Weißt du, was ich meine? Ich habe Leaf Dungeon gemacht jetzt. Ja, aber wir haben jetzt ja unsere ganze Muni verpulvert. Ach so. Ich habe ja alles gespeichert, das meine ich. Denkst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es die ganze Zeit live geht. Hä, was meinst du? Also das... Nee, guck mal. Jetzt ist ja die ganze Muni weg. Ich hätte halt gerne einen Speicher, bevor wir da rein sind, weil es hat uns ja nichts gebracht. Ja, bist du sicher, dass du speichern kannst? Deswegen würde ich halt Exit machen, damit wir das nicht nochmal machen. Aber dann, glaube ich, landen wir wieder hier. Oh, wie gesagt, ich glaube, wenn du da drin was verballerst oder davor irgendwie, also es kommt das Gleiche hinaus. Ich glaube, du kannst nichts speichern. Also keine Save Points oder so. Deswegen unsere ganze Waffe, Muni weg. Ja, deswegen müssen wir jetzt irgendwie mal was holen, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie wir am besten welche machen. Aber ich hätte gern wieder den Speicher geladen, bevor wir da rein sind. Ich weiß, was man sagt. Ja. Oh, also keine Experimente mehr jetzt, wenn wir zu low sind, weil das ist echt bad, ist alles weg jetzt. Die Frage ist, wie wir jetzt am besten... Müssen wir unseren Workbench oder was machen? Den müssen wir töten, ne? Das heißt, wir müssen jetzt echt erstmal zurück in die Base und craften. Mhm. Und deswegen, Leute, brauche ich jetzt euch. Wir brauchen ganz viel Hilfe, alles an Tipps und Tricks in die Kommentare ballern. Und ich werde die Kommentare lesen, umsetzen und mich dann in einer weiteren Folge mit Felsi melden, wo wir schon mal eine Base gebaut haben und eure Kommentare mit einbinden und euch ein bisschen mehr Progress zeigen können. Und eure Meinung zu dem Game bis jetzt wird mich sehr interessieren. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und freuen uns auf eure Tipps und Tricks und wie ihr das Game bis jetzt findet. So ist es. Dankeschön auch fürs dabei sein. Geil. Und wir können ja noch so ein bisschen weiter...